Spannungen eher in der Organisation der Drehorte und teilweise auch im Finden der Schauspieler. Es gibt in der palästinensischen Community und auch in der palästinensischen Autonomiebehörde ein sogenanntes Antinormalisationsgesetz oder Gebot, kann man eher sagen, was Palästinensern eigentlich verbietet, in Projekten mitzuwirken, selbst in künstlerischen Projekten, die in Kollaboration mit Israelis oder man könnte sogar weiter sagen, mit Juden gemacht wird. Das wirkt, oder das ist eigentlich dafür gemacht, dieses Gebot, damit die Welt nicht denken könnte, ach so, es ist ja ganz normal zwischen Palästinensern und Israelis, sondern die Palästinenser wollen aus ihrer Perspektive sagen, es ist nichts normal und deswegen wollen wir auch Projekte nicht unterstützen, die eben von beiden Seiten mitgetragen werden.